Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zu meinem Let's Play von Spiel City Skylines. Ja, in der letzten Folge habe ich ein bisschen, wie soll ich es nennen, so ein bisschen um den Straßenverkehr hier im Bereich dieser zwei Inseln gekümmert. Und zwar einmal, kurz zusammengefasst, ja, wenn ich Straße jetzt finden würde, ach da, hier geht vor der Autobahn eine Abfahrt raus, vielleicht nutze ich gleich auch irgendjemand, jawohl, sehr schön, der fährt hier diesen Tunnel, der Tunnel geht hier so entlang, hier entlang, hier entlang, hier entlang und knüpft dann hier wieder an, tada, und ja, das sorgt dafür, dass hier diese Straße ein bisschen entlastet wird, denn hier ist einiges los. Wirklich einiges. Ja, und ich habe mir zwei Ziele für diese Folge einmal vorgenommen. Einmal hier das zu optimieren. Die S-Bahn, die blockiert ja eine ganze Fahrspur, die muss ja weg. Das hilft gar nichts. Und zweite Problem, wenn man hier das anschaut, Heizungsverfügbarkeit. Uah, dann wird es mir schon kalt. Das ist mir richtig kalt, deswegen werden wir noch mal eine Heizung irgendwo dazu bauen müssen, und zwar halt, hier sind wir. Hier haben wir die große Heizungsanlage, Heizungsanlagenpark nenne ich es mal. Kurz mal schauen, vielleicht hier noch mal eine Straße abzweigen und dann auch noch mal was dran bauen. Wäre es eine Option. Ja, was anderes würde mir es eh nicht einfallen, so spontan bauen wir hier so, oder nee, so. So in etwa, ja, kann man machen. Bauen wir hier das Industriegebiet mal weg, halt, die zwei dürfen da bleiben, die nicht, die schon. Jetzt kommt hier eine Heizung, Heizung, Heizung. Einmal, zweimal, dreimal, halt, falsch, Sekunde, das kommt weg, das kommt nochmal weg, denn ich will das ja schön machen. Und die kommen daher, perfekt. Das heißt, muss ich die irgendwie da anschließen, das gefällt mir auch nicht ganz. Machen wir anders, machen wir es so und, also durcheinander. Machen wir. Das machen wir auch so. Das schließen wir hier an. Ups, das schließen wir da an. Das geht dann daher. Das geht dann. halt. Hör den Bagger, den Bagger, den Bagger. Genau, der kommt daher. Dann machen wir das noch ein Stückchen nach vorne. Das kommt hierher und das kommt daher. Genau, hier das noch anschließen, nicht vergessen. Sehr schön, haben wir die zwei schon mal angeschlossen, ganz wichtig. Und einmal geht es dann hier so entlang. Und dann schließen wir die hier an und die hier an. Okay, hier fehlt wieder Heizung. Überall fehlt Heizung. Heizung, Heizung, Heizung. Vielleicht hier zwischendurch nochmal. Ja, jetzt sind alle bedient, würde ich sagen. ist es überhaupt noch im Gebiet drin? Oh. Ist eh nicht mehr drin. Dann muss man hier das Gebiet mal schnell ein bisschen erweitern. Hier so ein bisschen runter. Bis zum Meer. Bis zum Fluss. Also kein Meer, sondern Fluss. Ja, okay. So irgendwie. Okay, passt schon. Sehr schön. Hier mal vielleicht auch nochmal so einen Kreisel hin, wie hier. Schaut ein bisschen schöner aus, also quasi ein Stückchen, halt ein kleines Stückchen nach vorne. Dann mache ich das Tool. Einmal. Nein, hier ist zu viel. So, genau. Nee, ist aber zu viel. Ha, genau, Kreis. Sehr schön, jetzt müssen wir bloß noch hier die Fahrtrichtung ändern. Wir haben es hier gemacht. Ach, hier haben wir es mit den anderen Straßen gemacht, mit denen. Kreisverkehr geht so rum. Tada, sehr schön.
Hier habe ich auch ein bisschen Bäume und ein paar Sachen reingebaut. Sekunde, das haben wir auch gleich. Hier damit ein bisschen begrünen, so in etwa. Hier auch so ein bisschen begrünen. Steine haben wir auch irgendwo. Steine, Steine, Steine. Ja, okay. Nicht so kleine, sondern ein bisschen was Größeres hätte ich hier gerne in der Mitte. Ja, also klein. Ja, wieder zu groß. Vielleicht hier so ein bisschen so dran. Ja, kann man machen. Und. Ja, nee, viel zu groß. Hier so ein bisschen so dran, so am Rand. Könnte ich ineinander auch tun. Ja, das wird auch gehen, cool. Ja, so eine kleine Felsgruppe. Jetzt kann aber hier kein. Oh, super, jetzt kann ich hier keine Bäume mehr hinsetzen. Dann machen wir hier eben nochmal einen Stein hin, vielleicht so einen anderen. Ein bisschen kreuz und den anderen quer. Das sind alles die gleichen, oder? Hä? Die kleinen kann ich nicht hinsetzen, aber die großen schon. Ja, super. Und hier so ein paar Steine außenrum im Kreis. Sehr schön. Vielleicht hier auch nochmal. Ja, die kannst platzen, drehen. Ja, kann man machen. Hier noch Bäumchen. Ja, schaut gar nicht so schlecht aus. Spiel kann weiterlaufen. Schauen wir mal, was hier passiert. Halt falsch. Heizungsverfügbarkeit. Ja, ist ja ein bisschen nach oben gegangen. Ja, dann muss ich die Verordnung, Sekunde, das haben wir gleich, Richtlinien, kein Strom für Heizen, also überall aktivieren, denn dann sparen wir jede Menge Strom. Das haben wir gleich, Richtlinie, das da, mit dem allgemein keine Richtlinien, was ist hier für los? Recycling und. Ja, die passt schon. Hier machen wir das gleiche. Strom, Recycling. Wo haben wir sonst noch? Ja, hier die Raststätten. Okay, das passt schon. Obwohl, was haben wir hier eingestellt? Ja, okay, das passt. Das passt schon. So viel heizen tun die auch wieder nicht. Recycling ist eh überall ganz wichtig. Hier habe ich das schon, oder? Ne, hier habe ich es noch nicht. Ups, nee. Strom verheizen. Recycling, fertig. Und hier der Ahorn parkt natürlich auch noch. Habe ich überall das Recycling vergessen, oder wie? Ach nee, ah, okay, ich dottel. Das kann ich für die ganze Stadt machen. Aha. Okay. Der hätte mir schon einiges gespart. Okay, das haben wir jetzt überall. Sehr schön. Und jetzt müssten. Wo ist meine Heizung? Da ist meine Heizung. Und jetzt müssten theoretisch die Werte nach oben gehen. Heizungsproduktion 2,4 Megawatt. Heizungsverbrauch knapp 2,2 Megawatt. Aber das reicht noch nicht. Ach komm, das gibt's noch nicht. Muss ich vielleicht nochmal eine Heizung, zwei Heizungen hinbauen? Was haben die, was produzieren die überhaupt? Die produzieren 80 Megawatt. Okay, ist wirklich nur ein Tropfen von heißen Stein. Ah, jetzt geht's nach oben. Alles klar, weil die Temperatur wieder nach unten, nach oben steigt. Ah, okay. Ja, gut, dann muss ich in naher Zukunft irgendwo einen anderen Platz nachsuchen, wo ich vielleicht 10 solche Heizungen hinsetze, weil dann hätte ich schon mal 80 Megawatt Heizleistung. Und wie schaut es denn hier aus? Hier haben wir wahrscheinlich nicht genügend Rohstoffe, genau. Das sind schon einige Firmen hier oben. Wo hast du nicht genügend Rohstoffe? Du bist ein Bauernhof. Nee, Saftpresse. Nicht genügend Saft, oder wie? Hier unten brennt's natürlich. Natürlich, überall brennt's. Das ist Landwirtschaft, genau.
Ich habe ja Landwirtschaft, haben wir auch hier, halt hier, Landwirtschaft 1, ich habe es umgenannt. Aber haben sie nicht genügend Rohstoffe? Das gibt es nicht, weil. Ja, weil hier diese Insel für Landwirtschaft nicht geeignet ist, deswegen. Ne? Wenn man hier auf die Rohstoffkarte schaut, auf diese. Ja, okay. Fruchtbares Land. Die machen ja fruchtbares Land selbst, wie es ausschaut, aber eigentlich fruchtbares Land wäre hier unten, ne? Und, wo ist sonst noch fruchtbares Land? Ne, hier ist kein fruchtbares Land. Egal, egal. Passt schon. Halt, ich will die weghaben. Weg, weg, weg. Ja, das Ölfördergebiet, das ja, produziert dann nichts mehr. Das ist quasi unwirtschaftlich. Machen wir das zu. Halt. Forst. Gebiet 2. Jawohl. Denn, einer hat mir in den Kommentaren geschrieben, ja, wenn das Gebiet nichts mehr taugt, dann soll ich es zum Forstgebiet machen. Und das war eine sehr gute Idee, würde ich sagen. Deswegen machen wir das auch. Jetzt werden hier erstmal jede Menge Gebäude wegfallen, wie es ausschaut. Ja, genau, hier fallen einige weg, wenn man hier auf den Strom schaut. Da wird noch fleißig gebaut, aber. Na, hier entstehen schon die ersten Löcher, hier auch die ersten Löcher, oje, oje. Aber der Strom. Schaut aus wie ein Strom. Der Strom kommt von der Seite, geht darüber und darüber. Okay, der kommt von zwei Seiten, nee, von drei Seiten, nee, von vier. Von hier, ja, nee, eins, von der Leitung, von dieser und von dieser. Also müsste die Forstwirtschaft dann auch relativ schnell wieder Strom haben. Ja. Wie schaut es eigentlich aus allgemein mit Wasser? Okay, schaut auch sehr gut aus. Ja, Forstgebiet. Das wird sich jetzt langsam mal entwickeln. Oh, Gewerbe braucht man jede Menge, wie es ausschaut. Da habe ich jetzt aber keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Gut, ich würde mich gerne hier um diese Straße kümmern. Und zwar, ich will diese umbauen. Und zwar, dass die Straßenbahn hier nicht mehr fährt. Also zumindest bis. Ja, bis daher. Deswegen nehme ich diese Straße. Weil ich zack, zack, zack. Und das alles zur großen Straße. Aber ich hätte hier gerne eine schöne große Brücke. Egal, haben wir gleich. Jetzt haben wir das geupgradet. So, jetzt reiße ich die Straße nochmal schnell ab. Halt gerade, wenn es geht. Ah, sehr schön, so wollte ich das. So gefällt mir das. Sehr schön. Jetzt haben wir zwar keine Straßenbahn mehr, aber dafür sechs Fahrspuren. Straßenbahn haben wir hier. Nee, Entschuldigung, hier. Die Straßenbahn, die werde ich von hier abzapfen. Und zwar fährt die dann einmal hier, einmal hier, einmal hier. Und muss dann irgendwie hier irgendwie anstoßen, sage ich mal. Machen wir das hier weg. Dann haben wir hier eine Straße mit Straßenbahn. Ja, hässlich. Ja, anders geht es aber gerade nicht. Straßenbahn Gleis. Kann es von hier. Ich würde es gerne von hier irgendwie. Ja, super, jetzt bin ich genau unter der Autobahn. Das war nicht so gut. Halt falsch. Ich brauche eine normale Straße. Diese. Und das wird rückgängig. Dann nehme ich hier diese Straßenbahngleis. Dann fährt die Straßenbahn hier raus. Und ich muss hier nach oben. Ah, das würde so gehen. Und dann, ah, schade, geht nicht, aber von hier. Ah, es geht doch nicht, schade. Warum geht es nicht? Ja gut, dann machen wir es anders. Halt, falsch, die Brei. Ah, komm.
hier irgendwie anschließen. Erstmal so schräg, egal. Dann machen wir es mal das mal weg. Nämlich hier diese Straße, Schiene und schließe hier an. Okay, ist das schon mal geklärt. Jetzt brauche ich hier diese große, große Straße, diese. Oh Gott. Ich hätte eigentlich keinen Bogen gebaut, aber... Aber es ist halt anders. Ah, oh, nee, ich will keinen Bogen. Ich will es gerade bauen. Ja, okay, dann machen wir es halt so. Es sind einige Gebäude weggefallen, natürlich. Super, klasse, wie immer. Muss eh neu machen. Aber das zum Gewerbegebiet wieder. Halt hier, Gewerbe. Hier unten habe ich eh nichts verloren, oder? Nö, hier passt alles. Sehr schön. Hier haben wir noch was gewonnen sogar. Hey! Und jetzt muss ich die S-Bahn von hier irgendwie da drüben anbinden. Straßenbahn, Gleis natürlich. Straßenbahn lassen wir hier noch ein Stück fahren. Ups, nee. Hier fahren. Und dann zweigt sie hier ab. Hier ist ein bisschen flacher. Ja, genau so in etwa. Und dann kann man irgendwie eine schöne Brücke machen. Nee, kann man nicht. Ah, egal. Dann fährt die Straßenbahn. Geht das? Jawohl, das geht. Sehr schön. Wir können die Straßenbahn hier direkt rüberfahren. Ohne Zwischenhalt, ohne Stau, ohne den Stau zu verursachen. Noch wichtiger. Und jetzt muss ich nur noch die Straßenbahn neu platzieren. Und zwar... Oh, lass das Spiel erstmal laufen, dass die Straßenbahn wieder die Linie findet. Denn jetzt findet sie gar nichts. Theoretisch fährt sie hier auf der normalen Straße, aber das geht ja gar nicht. Kann hier die Haltestelle entfernen. Ah ja, doch, das geht. Okay, gut. Kurz anhalten das Spiel, dann setzen wir hier eine Haltestelle. Hier der gegenüber eine Haltestelle. Bringt es was? Hier und hier ist eine Haltestelle. Okay, ne, hier, die setzen wir weiter daher oder. Ah, ne, das passt schon so. Und hier den Rest können wir eigentlich so lassen. Okay, die weiße Linie, die kennt sich jetzt gar nicht mehr aus. Aber für die weiße ändert sich ja nichts, außer hier dieses Stück. Ja, gut, dann lassen wir das Spiel mal weiterlaufen. Hier wird eine Straßenbahnhaltestelle wieder nicht gefunden. Doch, jetzt ist wieder gefunden worden. Sehr schön. Ach ja, was so eine kleine Änderung alles bringt. Hier gibt es eine Bushaltestelle, die wo nicht gefunden wird. Ja, jetzt ist es wieder gefunden. Ach Gott. Einzige Kreuzung für die Straßenbahn ist hier. Da muss einmal über die sechsspurige Straße drüber fahren. Ja. Mal schauen, ob das was jetzt, ob das was gebracht hat. Denn. Hier der Stau ist schon mal komplett weg. Das ist schon mal richtig geil. Hier der Verkehr kann sich auf 6 Fahrspuren aufteilen und auch möglichst viele Richtungen verteilen. Ist auch ganz gut. Hier Bäumchen. Sehr gut. Halt, hier haben wir noch was verloren, habe ich gerade gesehen. Naja, passt schon so. Hier geht's zu, da fahren Fahrzeuge ineinander. Wahnsinn. Eigentlich könnte diese Straße auch für den Straßenverkehr freigeben, oder? Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Könnte hier es zwar auch für den Straßenverkehr freigeben, aber. Ja, da gibt es ja so durcheinander. Obwohl, wenn ich mir jetzt den Verkehr anschaue, hat es irgendwie gar nichts gebracht. Oh Gott, die fahren alle auf der linken Fahrspur. Vielleicht wollen die auch nach links abbiegen. Ich glaube es aber nicht. Die wollen erstmal in 20 Kilometer nach links abbiegen. Oder? Oder fährst du jetzt links?
Ich glaub's kaum. Ihr fahrt halt zu. Ja, ne, wir fahren alle geradeaus. Und fährt geradeaus, und fährt geradeaus. Ja, super. Ah, hier die Kreuzung ist auch mir Dorn im Auge, denn ja, die verursacht auch wieder Staus, denn wenn hier PKWs und LKWs anhalten, halten hier die logischerweise auch an. Oh Gott, oh Gott. Wird immer länger. Wahnsinn. Oder gebe ich die Straße vielleicht doch für den Straßenverkehr frei? Oh, Moment, das haben wir gleich. So, mal schauen, was passiert. Theoretisch könnten die LKWs direkt von da oben darüber fahren und dann hier einmal durch das Gebiet durch. Mal schauen. Bin zwar jetzt nicht so begeistert von dieser Lösung, wenn es funktioniert, aber ja, wenn es funktioniert, funktioniert's. Ja, die ersten Fahrzeuge fahren der Straßenbahn hinterher, sehr schön. Naja. Die schleichen hier so dahin. Auf der Straße wird es viel schneller gehen. Wo fahren die jetzt hin? Die fahren. Also Mülltonne. Müll-LKW. Wo soll das, das vielleicht zum Kreisverkehr machen? Wäre glaube ich auch nicht schlecht. Das Spiel kurz anhalten. Sekunde, das haben wir gleich. Halt falsch. In diese Richtung, diese Richtung, diese Richtung, diese Richtung, diese Richtung. Genau. Geht das so? Ja, das geht so. Scheiße, aus dem Busverkehr. Hups, Bahnverkehr. Genau, die hält dann hier irgendwie an. Ja, das geht sogar. Busverkehr fährt eh so rum. Ja, noch besser. Cool. Die blaue fährt eh hier so entlang. Die interessiert uns gar nicht. Das müsste hier der Verkehr auch wieder ein bisschen flüssiger laufen. Denn ein Kreisverkehr beruhigt immer die ganzen Verkehrsbereiche. Hier kommt der Weiße, die fährt jetzt hier lang. Ja, okay. Schön 90 Grad Kurve. Obwohl, Sekunde. Wieder was umbauen. Wenn es geht, dann wäre es cool. Ha, das würde sogar gehen. Cool. Machen wir das so und die tun wir so upgraden. Halt, falsch rum. So rum. Genau, und dann können wir diese Straße. Halt, oh Gott, so viel Straße. Falsch rum. Hier sind wir, genau. Und dann können wir die upgraden. Huch, was ist hier passiert? Das gefällt mir nicht ganz. Ups, nee, das wollte ich jetzt nicht. Nee, das wollte ich auch nicht. Ja, doch, das passt schon, aber hier. Mit der Haltestelle, mit der U-Bahn, Straßenbahn. Also von hier auf Zweige. Oder ich zweig's, ups, von hier irgendwie ab. Und geht dann. Daher, bloß, andersrum. Und hier, das machen wir auch zur Einbahn, zur. Straßenbahn, Einbahn, Straße, Schiene, wie auch immer. Sekunde, das haben wir gleich. Das schließen wir hier an, bloß wieder andersrum. Warum ist hier so ein hässlicher Knick? Bah, ich reiße es nochmal ab. Sekunde, das haben wir gleich. Aber ich kann auch irgendwie nur so abbiegen. Hä? Warum? Ja, jetzt können wir es richtig machen. Die fährt dann hier rüber und dann. Ah,
zu der Stütze von der Autobahn. Ja, so schaut es schon viel besser aus. Ich kann sich hier die Straßenbahn aufteilen. Wenn man hier darüber, wird der Bereich noch mehr entlastet, ist ja geil. So, was haben wir jetzt für ein Problem? Ah, jetzt geht's. Sehr schön. Genau, die darf dann. Ah, hier gibt es keine Haltemöglichkeit, deswegen. Dann halt's hier an. Noch besser. Schau mal, wie das funktioniert. Hier kommt die S-Bahn, oder? Du stehst hier ein bisschen ungünstig jetzt. Genau, sie fährt hier rechts weg. Sehr schön. Kommt wieder so eine raue Stimme, tut mir leid. Ah, du hältst ja schon an, oder? Auch nicht. Ja gut, dann würde ich mal sagen, was ist für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Cities Skylines. Also macht es gut. Bis dann. Ciao.